Falls ihr trotzdem mal irgendwann mal Angst bekommt, ja, und sagt, man, Texte, das ist alles schwierig. Also es geht ja nicht nur euch, sondern ganz vielen Künstlern, ja, geht es ähnlich so. Und man könnte einfach bei Google mal ein paar Worte eintippen. Denn, was ich jetzt rausgefunden habe, wenn man einen guten Satzanfang hat, wo man denkt, so könnte vielleicht eine Songzeile anfangen, dann vervollständigt Google einem automatisch den ganzen Satz im Suchfeld. So. Okay. Ja, das, was am nächsten liegt, macht er dann. Und da habe ich mir überlegt, könnte man auf diese Weise ganze Songs bestücken? Würde das auffallen, wenn die Komposition gut ist, die Melodien geil sind, merkt man, dass das Google den Song geschrieben hat und nicht ein Mensch. Ich meine, es gibt auch Schachcomputer und so, warum soll es nicht Google geben, die das irgendwie hinkriegen? Und jetzt haben wir es also mal probiert, wir haben ein ganzes Spiel daraus erfriemelt. Ihr könntet spielen, wir können singen, abwechselnd, ja. Denn wir spielen jetzt ein Spiel, das nennt sich Google-Schreiber. Mal mit, ja. Wir stellen uns einmal hierher. Das hier ist unser Automat, ja. Ich habe, sagen wir mal, aufgegeben, die Leute zu belügen, zu sagen, das ist ein Zufallsgenerator. Das ist einfach so ein Gerät, ja. Aber es ist auch viel Zufall dabei. Es ist viel Zufall dabei, weil es ein sehr schlechtes Gerät ist. Es funktioniert nicht so gut. Okay, also es ist immer Zufall, ob es funktioniert. Aha. Aber die Redaktion hat tatsächlich Songs vorbereitet. In deinem Fall sind es eure Songs. Ja, das Teile ist schon mal Hits von euch. Ich singe praktisch die größten Hits aus 1000 Jahre Popgeschichte. Und dann haben wir immer die bestehenden Texte, die es wirklich gibt, einmal von euch, aber auch von den anderen Songs, zur Hälfte eingegeben und geguckt, was macht Google mit dem Rest. Und aha, das ist jetzt der komplette Song geworden. Okay? Ich kann eine Wahl? Nein, genau, eine Wahl hat man original gar nicht. Ich habe nie gefragt, ob du da Lust zu hast. Wir stehen ja bereits hier. Okay, dann. Und deswegen spielen wir das jetzt. Cool. Ja. Das ist die richtige Antwort. Und ich muss mal hier auf unseren Automat drücken. Mal gucken, was hier als erster Song kommt. Ich würde auch freundlicherweise vorlegen und dann bist du dran. Ja? Das ist wahnsinnig nett von dir. Ja, sehr gut. Ich bin bekannt dafür, sehr nett zu sein. So. Kommen wir mal. Oh, ich war großer Fan. Das ist auf jeden Fall eine geile Nummer. So klingt der Song echt, weinst du? Damals, 1981, als Kim Frank den großen Hit Weinst du hatte. Ja. Okay, also ich kann noch ein bisschen chillen, oder was? Du kannst noch ein bisschen chillen, wie ihr jungen Leute sagt, und ich werde da vorne geil performen. Okay? Das ist super lit, wirklich super lit. Das ist super extra nice von mir. Unsere liebe Frau Guadalupe läuft langsam Spülkasten. Dreht euch nicht um, der Plumpsack, bis sie mich töten. Und du, ich Wiesbaden, will nie wieder arbeiten, solange der Vorrat reicht. In meinen Träumen bist du Europacup-Sieger. Jetzt lieg ich im Bett, Englisch, wir haben 100 Leute gefragt, haben uns geküsst, jetzt meldet er sich nicht mehr. Ich fühl mich Disco, dir geht ein Licht auf, da seh ich mich in 10 Jahren Abi-Zeitung. Sag mal, Klettergerüst oder ist das egal, der von Ihnen vorgeschlagene Termin? Sag mal, Klettergerüst oder ist das egal, der von Ihnen vorgeschlagene Termin? Komm, Kiez, ich küss deine Augen, probier mal mit Gemütlichkeit. Es ist egal, was man sieht. Es ist. So, und jetzt musst du mal einen Song ziehen aus dem Wunderapparat. Ich habe noch ein bisschen Angst, aber es ist okay, oder? Ja, Angst ist berechtigt bei hier dieser Sendung. Aber spätestens jetzt darfst du keine Angst mehr haben. Diesen Song, der hat euch so nach vorne gepetert damals. Das stimmt allerdings. Ja, ja, dann sieht man. Ja? Die sieht doch süß aus, da alle. Niedlich, ne? Wir waren noch ein bisschen jünger. Okay, gleich den schwersten Song ausgesucht. Gut. Ja, aber es ist ja neuer Text, wäre es dann einfacher. Ja, ist das schon mein Mikro oder was? Das ist schon dein Mikro. Ist das schon das Mikro? Nein, das ist das hier. Guck mal hier, da habe ich schon reingespuckt. Nimm mal das lieber. Das ist wie bei Bosse, das kann man abends ausleeren. Aha. Schweiß,
Spucke und Pisse. Ich check immer ein bisschen Spiel. Nur bei Boss. Okay, und ich darf vorher nicht, auch nicht üben, oder was? Nee, du darfst nicht üben. Du musst einfach, du kennst doch das Lied. Hast du doch schon 1 Million Mal gesungen. Das ist doch euer Fiesta Mexicana. Das kannst du doch. So ein Riesenhit. Okay. So, guck mal, da ist jetzt der Text und halt auf dieselbe Melodie, ne? So. Bereit? Ja. Okay. Bereit? Das ist keine Frage, auf die es eine korrekte Antwort gibt. Okay, los, fang an. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 2. Du scheinst echter Feinschmecker zu sein. Warum geht mein WhatsApp nicht, wenn ich Instagram lösche? Ist es egal, in welchen Bürgeramt man geht? In welches? Okay. Oh Gott. Wo wohnt sie, du? Ich kann dumme Menschen sehen. Unsere Erde, Kinderbuch, gebraucht. Wollten wir nicht Nummern tauschen? Haben wir denn heute Vollmond? Ich hab Tickets für das Dieter Bohlen-Konzert. Systemgastronomie. Und jetzt ist Papa dran. Denn wir sind Kölsche Jungs, haben nichts mehr auf Lager. Und es ist 1996. Denn oder den Sichtschutz bei Kunders am Satzanfang. Es gibt Reis, Baby Helge. Dennis aus Hürth ist eh Sport, echter Sport. Oh Mann. Oh. Ich bin dran und jetzt schauen wir mal, welchen Song ich hier aufs Parkett legen muss. Mal gucken. An den Mai Kantereit. Ja, das ist einer der großen Hits. Ja. Ja, genauso klingst du ja eigentlich auch im Original. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. Genauso klingt Mario Basler auch im Original. Aber der raucht auch 400 Zigaretten am Tag. So. Der Mario Basler, der sieht mittlerweile selber aus wie eine Zigarette. Schöne Grüße, Mario. Bis zum nächsten Mal. Ne? So. Du hast mich 1000 Mal betrogen, große Koalition. Und wir sind der Osten, ich hab dich lieb, chinesisch. Ich nehm den Preis nicht an. Und in China essen sie Hunde. Du hast dich voll verändert, was ist Brexit? Ich wollte nicht schwanger werden. Du warst als Hund der allerbeste Mensch. Und wer nimmt den Hund und was ist Cholesterin? Wer nimmt den Hund, was ist Cholesterin? Zucchini, bist du dumm? Zucchini, bist du dumm? Du hast die Haare schön und Coca-G. Bis mitten in der Nacht Songtext Bushido Deutsch. Ich hab Interesse. Was letzte Preis? Wir waren in Paper, Pinterest, in Boris Becker und Berghain, aber nicht in diesem Ton. Du warst als Hund der allerbeste Mensch. Und wer nimmt den Hund, was ist Cholesterin? Und wer nimmt den Hund, was ist Cholesterin? Zucchini, bist du dumm? Zucchini, bist du dumm?
Chef, komm zu mir rüber. Ey. Und was vielleicht gerade gar nicht so... Alter, wie hält er das ein ganzes Konzert durch? Aber gut, der verstellt die Stimme auch nicht, ne? Der ist so. Ihr müsstet einmal wieder an die Instrumente, denn das habe ich vielleicht gerade gar nicht so erwähnt. Silbermond spielen natürlich auch die Silbermond-Songs, weil die das besser können. Ich würde mal nicht sagen, aber ja. Großen Applaus mal bitte an die tolle Band von Klaas. Ja, ja, Gloria. Toll. Gloria. Großes Super. Gloria aus Chicago. Reiht mir jedes Mal an. Ja, und... Nächster Song. Ja gut, ne? Dann zieh doch mal am Glückshebel hier. Es kann ja nur noch besser werden. Das ist der sogenannte längere Hebel, an dem ich hier sitze als Moderator. Okay. Was haben wir hier? Ah, guck mal. Das Gepäck ist nicht schlecht. Okay. Aktuelle Frisuren, kann doch nicht so alt sein, der Song. Und einen schicken James Bay Hut habe ich da irgendwo gesehen. War es James Bay? Nee. Ja, genau. Wir haben James Bay, der in unserer Welt spielt. Nächste Stufe Hut. Das ist Marius Müller-Westernhagen. Naja, so, okay. Also, okay. Wir haben ein leichtes Gepäck, einen Song, den ihr kennt und sagen wir, im aktuellen Repertoire noch habt. Die erste Zeile geht schon gut los, Freunde. Ja, das stimmt, ah. Ja. Okay. Ja, hast du das Wort schon mal gesagt? Farid Bang, hast du das Wort schon mal gesagt? Muss ich jetzt immer gucken, wenn ich nachts nach Hause gehe, ne? Wenn nach den Zeilen muss hier, nicht, oder was? Muss nicht, nee, nee, nee. Okay, pass auf. Na gut. Eines Tages, Farid Bang, dass du 99% Schokokuchen. Du nimmst alle Drogen und schmeißt die Ausbildung, denn es ist Sommer mit zu beschieben. Du siehst aus, wie ich mich fühle, Sims. Ein Kater macht Theater sick. Das Ergebnis von Bayern München, von Dingen drin, die einem nicht gut tun, sitzt. So viel Zeit muss sein, die Getragenen nur gewaschen. Nietzsche Zitat tot, trotzdem Kreuzworträtsel. Zu viel Vitamin und zu viel Käse. Zu viel Alkohol, was tun? Eines Tages, Farid Bang, dass du 99% Schokokuchen. Du nimmst alle Drogen und schmeißt die Ausbildung, denn es ist Sommer. Mitsubishi, Mitsubishi. Das würde mich so freuen. Ein Duett würde mich freuen. Ein Duett? Also wenn ihr da dran zieht, dann kommt vielleicht ein Song, den man als Duett singen kann. Ein Duett? Ja, das würde mich sehr glücklich machen. Klar, machen wir ein Duett. Vor allem, weil das auch meinen Teil in diesem Taxi noch ein bisschen weiter nach 0 Uhr schiebt. Ja, also, Fatih wünscht sich noch ein Duett. Ja, bitte. Dann machen wir das. Okay. Komm, sehr gut. Zieh mal hier am Hebel. Das ist dein Lied, Klaas, das ist dein Lied. Ja, sag mal, können wir das Duett beschränken darauf, dass ich im Refrain mitsinge, weil die Strom sind mir zu schwer. Du kannst ein bisschen mitbrummen. Geht das? Ja. Ich kann schief mitbrummen, so wie Ina Müller. Genau. Ja. Okay, es wurde... Grüße, hallo. Hallo Mario Basler, hallo Ina Müller. So, habe ich noch jemanden vergessen heute? Nee, jetzt lass die mal. Die zwei, ne? Nur lass. Okay, dann nehme ich hier mein eigenes Mikrofon zum Reinspucken. Das ist ja ganz... Ich komme im Refrain. Okay, und richtig mit Emotion, oder was? Klar, Emotion. Aha. Ich habe einen kleinen Papagei und er trägt eine Brille. So wunderschön Wattenscheid und mit keinem Netzwerk verbunden. Du schläfst gerade im Kühlschrank, ich könnte deine Mutter sein. Sehen wie ein Luchs, hören wie ein Hund, bis wann liefert Hermes aus? Hast es wieder mal verkackt, mir auf den Sack zu gehen. Wenn du König wärst, dann kann ich E10 tanken, dass jemand auf mich steht.
Anzeichen erkennen. Ich komm. Du bist der Letzte, den ich heute sehen will. Es tut mir leid, dieser Inhalt. Es ist in ihrem Land leider nicht verfügbar. Du bist der Letzte, den ich heute sehen will. Es tut am großen Zeh weh. Ich sag's dir ganz konkret, es ist schön, Single zu sein. Wahnsinnig toll, oder? Komm zu mir. Komm, ihr müsst nicht mehr arbeiten. Lass die das wieder machen. Ganz gut, ich möchte einmal das hier noch holen. Guck mal. Kommt zu mir, stark. Die ganze Band. Toll habt ihr das gemacht. Sehr gut habt ihr eure eigenen Lieder gespielt. Wahnsinn. Wirklich, beeindruckend. Sie können ihre eigenen Lieder spielen. Es ist beeindruckend, meine Damen und Herren. Silbermond. So, und das hier sind neue eigene Lieder. Die müssen Sie alle noch auswendig lernen. Das heißt Schritte, das Album. Ja. Und das könnt ihr natürlich live sehen. Ihr könnt euch das Album kaufen. Es ist zwar ab jetzt, aber auch weiterhin noch erhältlich. Man kann es ab jetzt immer kaufen. Ja, viele Leute verwechseln das und denken, es geht nur an dem einen Tag. Das stimmt nicht. Man kann das jeden Tag neu kaufen. Auch wenn man es verliert, ist zwischen die Sofaritze rutscht. Man kann sich noch eins kaufen. Ja. Es ist nicht begrenzt pro Person. So. Meine Damen und Herren, Schritte heißt das, die da heißen Silbermond. Und vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Silbermond.